Pause. Wir sind Camper und sind schon wieder da. Oh, singen, das sollte ich lassen. Ja. Viele Zuschauer sagen immer, lass es einfach bleiben. Sascha, fühlst du dich wohl hier bei Dorema am Stand? Super. Wir nehmen den Faden wieder auf. Traumhaft. Ist traumhaft, komm. Hört man dich, sagst du mal, traumhaft? Doch, es ist traumhaft, weil ich fühle mich gerade, als wenn ich Urlaub hätte. Siehst du? Dorema, wir waren schon ein paar Mal hier und haben schöne Videos gemacht. Und wir sehen uns auch wieder in Hannover. Das ist Ende Januar auf der Messe, so Gott will immer. Ja? Oder wer auch immer irgendwas will. Ich tun leider nicht, ja. Aber wir, ja gut, das ist jetzt die Überleitung. Wir werden ja versuchen, das Beste zu machen. Dorema kennt ihr. Tolle Zelte, hier ein Riesenstand in der Halle 7. Da kommt ihr noch bis Sonntagabend vorbei, wenn ihr Bock habt. Und den lieben Michael Haus grüßen wir so. Der hat gerade eine Besprechung und da wollen wir auch nicht stören. Und wir haben ausgemacht, mehr Dorema dann in Hannover auf der ABF. Es wird noch einige Dorema-Videos. Ja, einige Dorema, weil wir hier gern herkommen. Das sind einfach so die Partner, die wir uns vorstellen. Kann man eindeutig sagen. Und bei Dorema am Stand stehen auch zwei coole Herren. Und einer von schnappen wir uns jetzt und der sagt uns, was er hier Schönes hat. Servus, ich bin der Camper Tobi. Grüß dich. Ich bin Stefan Zinner. Hallo, servus. Stefan Zinner, grüß dich. Darf ich dich Camper Stefan nennen? Aber nur wenn du Camper bist. Wenn du Hotelschläfer bist, heißt du Hotelschläfer, Stefan. Nein, ich bin Camper. Kannst du aussuchen. Ich bin der Camper. Blick in die Augen und das weiß ich sofort. Ja, ihr habt das schon gespürt, dass du Camper bist. Also ich fahre seit Jahren ein Globecar, Zugmaschine. Ne? Das darf man dazu sagen, Globecar, cooles Auto. Sagen, ja, okay. Ja. Und fahre das Fahrzeug, wie gesagt, seit 4 Jahren selbst. Ist das deiner? Das ist mein eigenes. Schön. Ja. Eine gute Marke, gell? Zufrieden? Absolut. Und da hast du dir was einfallen lassen, dass du jetzt quasi hier aus der Anwendung heraus Ideen geboren hast. Ja, okay, das Leben eines Campers spielt sich ja eigentlich außen ab. Ja. Und im Kastenwagen wissen wir ja alle, egal welche Größe, ja, das ist einfach das Thema, du bist außen. Ja. Ja. Und einfach die Thematik des Rein- und Rauslaufen, das war mir einfach ein bisschen zu blöd. Jetzt komme ich eigentlich selber aus der Magnetbranche, bin für einen Magnetproduzenten unterwegs. Ja. Ja, was liegt da nicht näher, als dass man das Ganze mal ausprobiert. Ja, und das Ganze haben wir eben 2015 das erste Mal getestet. Und ja, zum Hintergrund meiner Firma ganz kurz. Hier, wir sind seit 15 Jahren mit diesen Magnetsystemen gummiert unterwegs. Okay. Seit über 55 Jahren auf dem Markt. Ja. Und diese Gummierung hat sich bereits in der Fahrzeugindustrie bewährt. Wir hatten zum Beispiel Taxischilder magnetisch gehalten. Ah ja, da muss er ordentliche Belastungen instand halten auch. Der hat eine Zulassung. Ja. Für die Taxiindustrie ist es dieses Produkt. Süßer kleiner Koffer übrigens, ja. Sehr schön. Der hat eine Zulassung bis 160 km/h für Taxischilder. Okay. Okay. Wird in der Gummierung aus entsprechend TPE gefertigt. 6.6 ist die genaue Bezeichnung. Sie hat einen hohen Reibwert. Okay. UV-beständig. Ja. Gast nicht aus. Ja. Also wird bei uns in Deutschland produziert. Ja. Und ist temperaturbeständig bis 80 Grad. Okay. Interessant. Und da kann ich jetzt alles Mögliche damit anbringen. Oder Beispiel, da mit. Ganz klar, was wir also häufig machen, was ich selber auch mache. Ja. Ich dusche nicht im Fahrzeug. Ja. Es Gute ist Idee. Im Kastenwagen einfach. Ja. Es ist nicht meine Welt. Ja. Und ich habe halt eine Außendusche. Genau. Und ich habe ein Fenster im Badezimmer. Und ja. Da liegt nichts näher, als das mit dem Magneten zu befestigen. Richtig. Es gibt die Option, über ein kleines Adapterstückchen zu arbeiten. Mhm. Das ist also auch erhältlich über Campingshops. Sehr gut, und genau. Und da habe ich meine Dusche. Wichtig ist halt, dass die Brause am Brausekopf aktiviert werden kann. Ja. Ja, das ist klar. Ich schalte innen ein und bin dann außen und aktiviere dann die okay. Brause. Okay. Gute Idee. Ja, absolut. Ja. Dann haben wir natürlich, da gibt es ja jetzt Dutzende von Anwendungsmöglichkeiten. Man sieht es ja hier kurz. Egal wo, man muss halt nichts mehr bohren oder ähnliches machen. Klar, beim Teilintegrierten wird es schwer mit GFK oder mit Alu-Glattblech. Kann man das nicht von innen an gegenkontern? So starke Magneten gibt es, also, glaube ich, nicht, oder? Könnte beim GFK, es ist ja ist die Klebetechnik, ja. Ist ja in der GFK-Technologie eine ganz große Thematik. Ja. Heutzutage werden ja Markisen auch aufgeklebt. Ja, eben. Da hat man sie aufgeschraubt. Ja, natürlich. Man sie auf. Richtig, das genau. Gleiche mit großen Antennenanlagen etc. Auch da kam von Kunden bereits die Anregung. Wir waren auf einer großen Haushaltsstelle von einem Händlerpartner von uns. Ja. Darf man erwähnen? Immer. Dauerwerbesendung. Ja, okay. Frankana. Natürlich. Frankana, Ohe. Da waren wir eingeladen und dann waren natürlich hier auch die Fachhändler vor Ort. Ja, ja. Wir waren also knapp 450 Kunden hier auf dieser Hausmesse, die 2 Tage ging. Und da kam die Anregung,
auf Blech super, aber ja, was machen wir auf GFK? Ja, ja, eben. Und da gibt es eine Ronde von uns, ja, mit einem Durchmesser 125 mm. Mhm. Die kann man mit einem Spezialkleber auch durchaus in der Wagenfarbe lackiert auf das Gehäuse anbringen. Ja. Und somit könnte man hier auch was mit Magneten halten. Weißt du, was ich überlege? Vielleicht eine Idee für dich zum Nachdenken, nachdem du hier der Mr. Magnet bist. Ich bin ein leidenschaftlicher Segler, komme nun immer dazu wegen meinem Job hier. Ich düse jetzt mit dem Reisemobil rum, jeden Abend woanders, Stellplätze, Firmen besuchen. Ja, Zuschauer muss ich es nicht erklären, ich bin gut unterwegs. Und bei uns Seglern ist es üblich, dass am Schiff oder auch bei den Motorbootfahrern eine kleine Flagge gehisst wird. Und ich sehe schon die abenteuerlichsten Konstruktionen, dass die Leute, die uns besuchen in Deutschland, Frankreich, Belgien, wo auch immer her, eine kleine Fahne irgendwo am Wohnmobil anbringen. Das wäre total süß, neben die Tür oder wo auch immer, wenn er sagt, die kleine Schweiz und Deutschland, man gibt sich zu erkennen, ja, am Blech, vom Kastenwagen, wie auch immer. Das wäre doch mal eine nette Geschichte, wenn man das adaptieren könnte und dann verkauft man online die Camper-Tobi-Fahne auf jedem Wohnmobil. Oh, das wäre doch ein Traum. Nein, aber du weißt, was ich meine, klappst du weg, machst du hin, nimmst du ab, Saugnapf oder sonstiges. Ja, du hast da was. Das war jetzt wirklich nicht beabsichtigt. Aber genau das ist das, was ich schon überlegt habe. Das ist doch eine coole Sache, wo man, das, ich finde am Stellplatz, das lockert das auf. Ihr könnt auch Open oder Close draufschreiben, dann kann man bei euch klopfen und ein Bier klauen. Coole Idee. Thema, auch da gibt es bereits viele Anwendungen aus der Praxis. Diplomatenflaggen auf Fahrzeugen werden mit diesem Magneten gehalten. Ja, 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 ja. Und die machen wir weltweit für einen Partner von uns. Ja. Und Untergrund ist hier wieder das magnetische System. Das ist stark. So, da müssen wir uns unbedingt nach der Messe zusammen telefonieren, weil ich möchte da wirklich was machen. Seit 3 Monaten schwebt mir sowas im Kopf rum. Was sympathisch ist, was auch wirklich hält, coole Sache. Siehst du mal? Also wir haben das multifunktionale Tool. Ich merk's gerade. Der Magnet mit der Gummierung, das ist einfach für bestimmte Optimal. Bereiche sehr, sehr gut. Ja. Wir waren, wie gesagt, gemeinsam bei Francana auf der Hausmesse. Ja. Die Francana-Leute waren bei uns und haben unsere Anwendungen gesehen. Und dann gibt es eben das Thema Luftschlauchzelle. Mhm. Das kam einfach mal auch von Dorema. Moment mal, Leute, habt ihr nicht eine magnetische Applikation, ja, wo ich sage, wir haben keine Haken, nichts zum Einhängen. Ja, ja, ja. Wird es denn mit dem Magneten funktionieren? Ja. Das haben wir hier jetzt auch auf der Messe mal gezeigt. Ja, und ja, kommt bisher sehr gut. Ich laufe dir gerne hinterher. Wir sind ja hier komplett flexibel. Das ist ja das Schöne. Grüß Gott. Wir arbeiten, okay, wir haben hier eigentlich keine magnetische Fläche. Cool. Die simple Sache ist, ich zeig's einfach immer, mal. Gerne. Wir können an jeder beliebigen Stelle des Zeltes, können wir eine Scheibe dieser Kategorie einfügen. Bingo. Die ist entgratet, da kann nichts passieren, ja. Die ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich, 40 mm, 63, die gebe ich, wie gesagt, an einer beliebigen Stelle ran. Ja. Und gut ist es. Und gut ist es. Aber sonst hast du in so einem Zelt ja kaum eine Chance, irgendwas anzubringen. Magnet von uns natürlich der Vorteil, wir haben diese Gummierung mit einem normalen, herkömmlichen Magneten. Ja, reißt du dir kaputt. Reißt du kaputt und es rutscht sogar ab. Weil du das Metall hast vom Magneten oder das Gehäuse und dann wandert es nach unten. Also mit dieser Gummierung erreichen wir hohe Reibwerte und die sind uns hier auch, wie ihr in dem Zelt seht, mit einigen Produkten gelungen. Aber diese Fahne lässt mich ja gar nicht los. Wir müssen unbedingt telefonieren, ich brauche so eine Fahne. Und das ist richtig cool, weil ich die dann nämlich im Merchandising-Shop reinhaue. Und da kannst du dir deine Wunschfahne deiner Nationalität herstellen und dir ans Auto klemmen. Weil der Deutschland-Tick, WM, wir wissen noch, wie wir noch gut waren im Fußball. Hups, piep natürlich. Da war es ja auch nicht anders. Jeder steckt sich das drüber. Es muss halt was Schönes sein, was Haltbares, was zum Reisemobilfahrer passt. Ich finde das ein nettes Kommunikationssymbol. Du, hast du hier noch was zu zeigen? Wir haben fast 10 Minuten. Steckdosenleiste fürs Zelt innen, ja. Gehe ich hin, ich laufe mal vor dir her. Wir kennen das Thema, ne? Wenn es mal wirklich kräftig regnet, kann man natürlich so eine Steckdosenleiste beliebig im Zelt platzieren. Ich mache es jetzt hier mal weg. Bringen Sie hier mal unten ein wenig an. Ja. Da ist sie nicht ganz arg sichtbar. Kabel nach außen, Bachpump, Bänke. Gut ist es. Magnete machen so viel möglich, dass man gar nicht am Schirm hat. Schlau. Siehst du mal, das ist das Schöne an den Quickies, ich nenne die jetzt so, weil ein bisschen frech muss YouTube sein, dass man hier einfach rumgeht, die Leute kennenlernt und ich habe vorhin gesagt, du wolltest mir schon einiges erzählen, stopp, das klang vielleicht im ersten Moment blöd, aber nur dann kommen diese authentischen Fragen zustande. Ich hole mir nie oder nach Möglichkeit nie Informationen vorher, sondern dann so direkt in die Kamera, weil dann ist es schön für die draußen. Und dann erlebt ihr das Ganze hier auf der CMT mit
meinen Augen. Ich bin nämlich nur der verlängerte Arm der Camper, sag ich mal. Du hast so eine schöne Herrenhandtasche da draußen. Ich meine damit den Koffer. Mit dem schließen wir ab, oder? Respekt, coole Sache. Ja, zeig noch ein Tool. 2 Minuten haben wir noch. Das ist unser Scharniermagnet. 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 Jawohl. Und Kastenwagenfahrer, ganz klar, wir haben viel Blech, ne? Ja. Gehäuse. Was passiert uns? Wir müssen ja alle irgendwo mal einkaufen gehen im Supermarkt zum genau. Beispiel. Dann habe ich dieses Tool an meiner Bordwand, ja, im Fahrzeug und komme vom Einkaufen, fahre mit meinem Einkaufswagen ran, ja. Einkaufswagen magnetisch und ja. Er hält. Ja. Das ist doch super. Das unterbindet, dass der Einkaufswagen, wie oft passiert es uns auf Supermarktparkplätzen, ja. Er fährt weg. Ja. Das heißt, ich kann beruhigt mein Fahrzeug allein einladen. Es geht also, dass ich auch mal alleine unterwegs bin, ohne dass mir der Einkaufswagen abhaut. Und fällt dir das alles in der Nacht ein oder bei Tag? Mir fällt es ein, weil ich draußen unterwegs bin. Du bist also ein kreativer Link, gell? Absolut. Super. Also was cool. Mir auch Spaß macht, ich habe halt ja. Die Möglichkeit, ein bisschen mein Hobby zum Büro ja, ja. Zu und dann hast einfließen zu lassen. Ja, das ist das Schöne. Und das ist auch so mit Leidenschaft. Ich liebe Leute, die was mit Leidenschaft betreiben und sinnvoll hier rumbasteln mit dem, was sie zur Verfügung haben. Bastel im feinsten Sinne. Dann gibt es so ein Set, das könnt ihr hier auf der Messe kaufen bis Sonntag. Richtig. Ja. Oder auch dann über dich bestellen, Online-Shop, schätze ich mal, alles, was es gibt. Ja, ja. Ich habe gerade gesagt, Herrenhandtasche, weil mir gefällt echt das Köpfchen-Köfferchen. Das ist hübsch. Ja, wir haben natürlich auch nur eins gemacht. Wir haben das Ding jetzt, bei Magneten ist es immer so, wenn die mal ein bisschen zusammenheften, dann ist es immer ein bisschen mühsam. Ja. Wir haben das Ganze schön mit einem Metallband ausgekleidet, war uns wichtig, ja, ja. Damit die Kameraden aufgehoben sind. Ja, sehr gut. Ja, ja klar, weil sonst wirst du, ja, da hast du keinen Spaß. Ganz klar, ne? Aber die haben ja doch relativ hohe Haltekräfte. Es geht los mit, wie gesagt, 1,2 Kilo. Der größte eben hat eine Haltekraft von 55 Kilo. Und wenn die mal zusammenheften, ne, dann bringst du sie, ja, ja, nicht ohne weiteres wieder auseinander. Klasse Artikel. Super. Das war es richtig wert, dass wir den Zuschauern das gezeigt haben. Und haben wir es? Ja. Wenn du was Neues hast, anrufen, Camper Tobi kommt. Alles klar. Coole, okay. Geschichte. Vielen Dank, ich mein danke Lieber. Dir, Tobi. Ja, ich wünsche, okay, dir was. Schönen, ja, Tag, viel Erfolg auf der CMT. Und ich verabschiede mich und gehe in die wohlverdiente Abendruhe, die wir um 11 Uhr nachts, also 23 Uhr ungefähr ist, wenn wir alle Mails beantwortet haben. Servus, auf Wiedersehen von der CMT aus der Halle 7. Noch bis Sonntag auf der CMT 2020. Hashtag CMT20. Tschüss. Ciao. Und ich liebe Deckenfilmen. Das ist so eine Angewohnheit. Da rappelt es wieder in der Kiste. Tschüss.